Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Star Citizen. Wir spielen die Alpha 336 und ich bin sehr euphorisch. Jedes Mal eigentlich. Wir spielen immer noch das Free Flight Event und momentan kurz vor Ende der MISC, ja, Musashi Industries, glaube ich, ich kann auch falsch liegen, sind momentan dran, die Schiffe. Und das ein Schiff, das einzige Mining-Schiff oder Minenschiff, das verfügbar ist und hatte das vorher noch nie getestet. Ja, da ist es. MISC Prospector, das ist es. Light Mining. Das ist das erste Mining-Schiff in Star Citizen mit der ersten Version des Mining-Verfahrens. Also, das heißt, Ressourcen abbauen. Aluminium, bla, etc. Und das dann verkaufen, das ist eigentlich fast der beste Weg momentan, Kohle zu scheffeln. Hat bei mir jetzt momentan nicht so gut funktioniert, weil ich konnte das nirgendwo verkaufen. Ich weiß nicht, entweder liegt das daran, dass die jeweilige Station das nicht gekauft hat. Ja, oder wie auch immer. Auf jeden Fall war das ziemlich cool. Fast schon eins der coolsten Sachen nach Star Citizen, wo ich jetzt lange alles schon kenne, was hier ist. Kannte ich das halt auch nicht. Und das hatte ich so viel Spaß, dachte ich, machen wir ein kleines Mining Let's Play zu Star Citizen. Da sind wir, ja. Also, gehen wir mal zum MISC Prospector. Die ist schon ziemlich süß. Und dann gehen wir mal irgendwo Ressourcen farmen. Das Ganze kann man machen bei Asteroiden oder auf einem Planeten, wenn man bestimmte Steinchen findet. Das ist die Mining-Version V1. Also, es ist noch geplant, das weiter auszubauen. Und bedenket, Leute, das ist das erste Schiff, das Beginner-Mining-Schiff quasi. Und das ist noch das kleinste, ja? Und seht euch, das ist immer ein Satz, den ich schlecht hinkriege. Seht es euch an, ja? Es ist jetzt schon groß. Weg von meinem Raumschiff! Los! Sei froh, dass ich keine Waffen ziehen kann. Mach mir keine Kratzer rein oder so feuchte Fingerabdrücke von deinen verschwitzten Händen. Geh zu deiner Free Flight Cutlass. Los! Na gut, nein, ich bin ja nett, ne? Und alle Neulinge sollte man auch nett behandeln. Ist sie nicht hübsch? Guck mal, dieser kleine Arm, der so aussieht wie vom Brainbug aus Starship Troopers, womit der Gehirn aussaugt. Nein. Böse. Genau, spring da runter. Das ist meine. Ja, das ist der Mining Laser. Der hat einen Fractured Laser und einen normalen Mining Laser. Dadurch wird das ganze Zeug dann eingesaugt und dann hier in diese Container eingespeichert. Das Raumschiff hat auch noch irgendeine Stutze hinten, wo ich keine Ahnung habe, wofür das ist. Ja, warte, ich zeig euch das mal. Da habe ich mich halt überhaupt nicht schlau gemacht. Da. Ja. Kann mir das einer erklären? Ja, bitte. Ich brauche Hilfe. Sind hier Star Citizen Nerds anwesend? Die... Da setzt der hin. Jetzt lenken wir ihn ab. So, jetzt haben wir ihn abgelenkt. Und jetzt gehen wir schnell rein. Wenn wir Enter Ship machen, dann dürfte er gar nicht hinterherkommen. So, da kommt direkt mal so eine schnieke Leiter raus. Oh, man kann es auch übertreiben, ne? Mit schicken Leitern. Meine Güte. So, gehen wir mal rein. So, Licht ist aus, ne? Ja, genau. Machen wir wieder zu. So, damit der Typ nicht hinterherkommt. So, hier haben wir ein Bett. Ja, das ist ein Schiff für eine Person. Man kann natürlich immer einen mitnehmen. Ich meine, hier ist ein Bett. Da kann man in Schichten abbauen und sich das Geld teilen. Dann sind sie überall noch Access Points. Die sind alle noch nicht funktional. Jump Drive, Gravity Generator und so. Das kommt noch alles rein. Sachen, die man dann reparieren muss, wenn die beschädigt sind. Hier haben wir sogar... Was ist... Ach, das ist der Ausgang. Entschuldigung. Hier ist Wasser. Shield Generator, Computer. Emergency. Ich denke mal, das ist dann hier Medizin. Hier ist Feuerlöscher. Oh. Das war Computer. Computer? Nicht reden. Gut. So, okay. Also das war meine Alexa. Entschuldigung. Hier ist Radar, Life Support. Richtig schnieke klein. Hier ist kein Klo. Doch, hier ist ein Klo. Ah, und da ist Survival Kit und das hier ist Feuerlöschen Kit. Oder wahrscheinlich sind auch Oxypens drin. Aber noch nicht. Guck mal, hier ist ein Waschbecken für warm und kalt. Und ein Klo. Ich meine, das ist das ideale Schiff, um... ich halte jetzt die Klappe, wir gehen jetzt los. Ja, hier ist das Cockpit und das gefällt mir richtig gut. Eins der besten... Guck mal, da unten ist auch eine MISC Prospector, so sieht sie aus. Ein Cockpit,
wo man alles mitzieht. Man denkt, man ist im Weltraum, wenn man jetzt da einsteigt. Machen wir das mal. Muss ich vorne einsteigen, ne? Kann Unnötiges hinten einsteigen, oder? Oder halbwegs. So, jetzt ist hier der Computer runtergefahren. Da können wir alles mitmachen. Machen wir erstmal alles an. Ja, gleich. Sekunde. Nein, ich glaube, das ist da drüber. Nein, ich hab's gleich. Da. Ah. Geil. Misk ist auch ziemlich cool. Kommt bei mir direkt nach Drake in the Planetary. Von Computerstimme, Style und so. Wo Drake das Grüne halt ziemlich cool ist. So, dann gucken wir mal von außen. Fahren mal unser Fahrwerk ein. Das erste Highlight. Ja, ich komme mir vor wie so ein Eisenbahn-Fan oder ein Auto-Fan. Ja. Aber ich stehe dann lieber auf Raumschiffe. So, was ist ein bisschen buggy. Es kann sein, dass jetzt die Düsen nicht funktionieren. Das geht jetzt beim zweiten Mal. So, guck, jetzt klappen sie runter. Ich glaube, dann fahren sie nochmal hoch. Genau, so, und jetzt? Jetzt geht's. Wunderschön, da ist sie. Komm, wir drehen uns mal ein bisschen ins Licht. Mit den großen Staubsaugerbeuteln an den Seiten. Wäre cool, wenn man die abklipsen könnte und neue anbringen. Dann arbeitet man im Tech-Team, sag ich mal. Einer mit so einem kleinen Frachter oder sag ich mal Cutlass oder was auch immer, kleines Frachtermäßiges, dass die Dinger aufsammeln kann und wegbringt und ein anderes weiter minen. Ja, das wäre, ich denke auch, dass das vielleicht möglich ist in Zukunft. Das sieht so aus, als wenn man die abhängen kann. Gut, ja, wir fliegen dafür jetzt nach Jela. Da ist ein riesengroßer Asteroidengürtel. Ich wollte eigentlich auf den Planeten zuerst, aber dachte ich mir, das dauert so lange. Weil da habe ich es zuerst getestet. Ist auch ziemlich cool. Also alles tatsächlich. So, dann fliegen wir jetzt mal einfach nur nach Jela. Es müsste reichen. Da stimmt irgendwas nicht mit meinen Wegpunkten, aber egal. Es stimmt auch irgendwas nicht mit meinen Wegpunkten, glaube ich. Doch, da ist er. Es stimmt wieder irgendwas nicht mit den Lichteffekten, glaube ich. Manchmal hat man das Problem, dass alles zu dunkel ist oder zu hell. Also eher zu dunkel. Das kommt immer drauf an. Keine Ahnung, was da woanders liegt. Manchmal hat man auch gar keine Lichteffekte in manchen Räumen und dann sieht man gar nichts. Oh, jetzt habe ich mal ein paar Freezes. Schick, oder? Jedes Mal. Da sind wir. Jela, na, na, na. Na, 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 Jela. Gibt's ein Lied? Zu Jela ist auch sehr gut. So, da sind wir. Gucken wir mal. Haben wir irgendwas, wo wir hinspringen können? Am besten im Gürtel. Da ist Dama. Nein, wir wollen eher hier hin. Zeigt mir aber nichts an. Komm, dann gehen wir einfach mal los. Boah. Schon gruselig, oder? Natürlich kann man sich darauf gefasst machen, mal weiter zu fliegen, weil ich denke, wenn das Spiel mal so richtig ohne Resets mal läuft, dann sind die meisten Asteroiden schon wahrscheinlich abgefarmt oder so. Und dann muss man anfangen, richtige Ressourcen-Locations zu finden, die für sich markieren. Wenn man die aber selbst nicht braucht, kann man auch, gute Locations für Ressourcen verkaufen. Ich glaube, das gibt es schon in anderen Spielen. Ich glaube, in Eve, viele Sachen werden ja immer gerne mit Eve vergleicht, obwohl ich das Spiel nur einmal gespielt habe. Es hat mir nicht so gut gefallen wegen dem Kampfsystem und so. Es war mir halt zu MMO-lastig, halt diese klassischen Ziel anvisieren und Buttons durchdrücken. Also, da ist eher so nicht mein Geschmack. Sah sehr schön aus, also ich kann verstehen, warum viele das spielen. So ist es nicht, aber es war einfach nicht mein Geschmack. Ich muss irgendwie ein bisschen Ego-Perspektive sein, rumlaufen können und so und im Cockpit sitzen und selbst das Ziel abknallen. Das ist so eher mein Geschmack. So, da sind wir. Und ich finde auch völlig in Ordnung, dass manche Ideen von anderen Spielen übernommen werden. Selbst schon die etablierten Spiele haben sich das wahrscheinlich auch irgendwo geholt. Es gibt kaum noch Spiele, die nicht irgendwo auf andere Ideen gewachsen sind. So, jetzt scannen wir erstmal. So. Okay, da oben haben wir einen. 8000 Meter und das hier unten ist
Also mit Tab könnt ihr scannen, falls ihr jetzt die komplette Anleitung braucht. Also mit Tab könnt ihr scannen. Dann geht das Ding hier auf, dann müsst ihr Linksklick gedrückt halten, macht 100%. Könnt auch kleiner machen, ich glaube, desto weiter geht's. Jetzt hat er das nicht gemacht, jetzt macht das. Da. Ihr müsst einfach auf den kleinen Container dazu, auf diesen Karton. Für mich sieht das immer aus wie so ein Paket. Karton von Post. Es müsste dann... Das wird aber auch noch geändert. Das ist noch nicht fertig, das Scannen. Sieht ein bisschen Banane aus. Das sieht man auch. Wäre cooler, wenn man das einfach nicht als, als Effekt sehen würde. So, was haben wir denn da? Das habt ihr nicht gesehen. So, alles klar. Komm, wir gehen mal ein bisschen... So. Okay, was ist das? Jetzt drücken wir M. Asteroid E-Type. Masse, Energy, Kraft, Graph. Wir könnten theoretisch jetzt unser Ding jetzt ausmachen. Was ist denn das jetzt? Gold und Kupfer. Ey, das ist nicht mal ein Glücksgriff. Gold. Meine Güte. Okay, jetzt haben wir den... Okay, das ist der, nennen wir ihn mal, der Fracturing Laser. Oder der, der dicke Laser. Der, wenn ich das richtig verstehe, der macht den kaputt oder heizt den auf, sodass man an die Ressourcen rankommt, ja? So, dann legen wir mal los. Wir haben ganz links unten, seht ihr, Rock Energy Level, das ist hier. Hier ist Laser Throttle, da könnt ihr den hochstellen mit dem Mausrad. Ja, und hier ist das Cargo, wie viel Platz wir noch haben. So, das Wichtige ist... Ihr seht diesen grünen Balken und den roten. Grün ist gut. Perfekt sogar. Rot ist, Achtung, der Fels explodiert und jagt dich mitten in die Luft wahrscheinlich, wenn du Pech hast. Und jetzt können wir mit dem Mausrad das hochmachen. Und ihr seht ja, wie das hochsteigt. Ich gehe jetzt nur nach Gefühl, weil ich einfach nicht weiß wirklich, ob ich es beim letzten Mal richtig gemacht habe oder nicht. Ich glaube, das ist eine Übungssache, die man machen muss. Aber es ist schon... Warte, geh mal langsamer. Er wird jetzt natürlich schneller heiß. Gehen wir wieder auf 24. Kann ich das mal von außen zeigen? Ups. Guck mal, so sieht das Ganze aus. Ist das nicht krass? Guck mal, wie ich da einfach den Stein zerschneide. Geil, oder? La 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 la. Ganz rechts unten seht ihr einen Fracturing-Sensor. Das ist gut. Das muss auf 100%, aber Overcharge ist ganz schlecht. Also das darf nicht weiter hoch. Jetzt gehen wir mal auf 28%. Wenn man das dann alles raus hat, dann kann man erstmal wahrscheinlich super schnell. Und wie gesagt, das ist das kleinste Raumschiff. Da gibt es Dinger, die sind einfach 20 mal so groß wie das hier. Und da farmst du dann, oh oh, oh oh. 23, nee. 22. Er ist explodiert, oder? Nee, wir haben es geschafft. So, jetzt drücken wir nochmal M. Nee, ups, M. Cool, ne, wie er auseinanderdriftet. Ach nee, Rechtsklick. Rechtsklick musst du machen, wenn ihr M gedrückt habt. So, und jetzt... Könnt ihr den mit dem Laser abschießen? Jetzt seht ihr, wie die Ressourcen reingesaugt werden. In den Trichter und dann geht's in die Staubsaugbüchel. Und dann verschwindet der. Geil, ne? Jetzt haben wir schon. Hier ist Kupfer. Komm, mach mal lieber Gold. Gold. Gib mir dein Gold. Los, los. Oh, ist nicht mehr. Das geht nicht, ne? Dann machen wir mal gucken, welche gehen. Nein. Ah, der geht. Die müssen wir dann neu erhitzen. Also es ist nicht einfach nur hinfliegen und E drücken und dann hast du alles abgebaut, sondern du musst halt schon arbeiten dafür. Okay, man kann nur die lilanen, ja? Der zum Beispiel. Guck mal, unser Cargo geht super schnell voll. Das ist krass. Ich weiß nicht, wie viel SCU können wir denn eigentlich mitnehmen? Und das ist reiner Gewinn, den wir hier holen. Reiner Gewinn. Ja, das ist nichts Abzug oder so. Das ist richtig gut. Aber ich denke mal, dass es bald einen Unterschied geben wird zwischen raffineriertem
Metall und rohem Metall. Das auch noch. Los, gib mir deinen Erz. Der geht auch noch. Und stellt euch vor, ihr habt einen Kumpel und der ist auch noch hier am Minen oder so. Und was macht man immer zusammen? Das ist schon ziemlich cool. Es ist einfach noch... Und es ist halt noch nicht fertig. Ja, das ist das Geilste. Und das ist nicht einfach nur leeres Gewaschi wie bei vielen anderen Developern, sondern tatsächlich so. Wer das schon von Anfang an gespielt hat, weiß ganz genau, dass das noch nicht alles war. So, jetzt machen wir den mal hier schnell. So. Nein, runter, runter. Grün ist gut. Traction Sensor ist gut. Wir sind ein bisschen zu nah, aber... Guck, jetzt geht der hoch rechts unten, der Fraction Sensor. Und? Gut, dass wir Schilder haben, aber jetzt geht der auch nochmal auf. Geil, oder? Warum lieber Gold? Copper. Hätte ich vorher mal gucken sollen. Empty. Guck mal, das sieht so geil aus. Wenn man da so ein Loch reinschießt, pass auf. So, wir sind voll. Das war's jetzt. Pass auf, jetzt überhitzen wir nochmal ein. Ich kann nicht Außenansicht machen, warte. Oh, er ist explodiert. Oh, jetzt fliegen die anderen Steine weg. Guck mal, wie cool das aussieht, ja? Meine Güte. Dieses Spiel ist so cool. So, Gehirnsaugrüssel eingefahren. Guck mal, so sieht es aus, wenn er eingefahren ist. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich es verkaufen könnte. Ich glaube, auf Olisa ging es nicht oder es ist verbuggt. Man muss halt die spezielle Raumstation finden dafür und das zu verscherbeln. Und ich glaube, Levski ist doch selbst ein Mining Station, ne? Also, ich glaube, dass er, Olisa ist, glaube ich, eher für Gase und so. Und eigentlich müssten wir vielleicht Grimax, oder? Ich weiß nicht genau. Wir fliegen jetzt auf jeden Fall zurück nach Olisa. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Auf jeden Fall ist es egal, was rauskommt. Es ist definitiv Gewinn. Das Ding ist natürlich, behält man das nicht, weil die Server nach jedem großen Update oder so sich resetten. Aber das halt mit dem nächsten großen geplanten Update, wie zum Beispiel Server Meshing, was dann irgendwann kommt, dann angeblich nicht mehr resetten soll. Ich denke mal, zu Release wird das schon noch passieren, aber dann hat man auf jeden Fall länger Spaß und kann mal ein bisschen Geld anhorten. Obwohl man damit jetzt auch nicht mehr so viel machen kann, außer sich Schiffe zu holen. Sagen wir mal, ihr farmt jetzt hier mehrere Tage. Ja, habt vielleicht genug Geld, um euch das kleinste Raumschiff zu holen momentan. Und dann, resetten die Server. Ja, man kann halt leider bis jetzt noch nicht so viel machen. Man kann jetzt Waffen holen, ja. Guck mal, apropos Waffen. Wir haben ja auch Geschütze dran. Warte. Ich weiß zwar nicht, warum alles bewaffnet ist. Natürlich ist das so eine Art, Outlaw-Weltraum so ein bisschen, ja. Und jeder sollte Waffen haben. Dabei, aber ich verstehe nicht, warum ein Mining-Ship, was eigentlich ziemlich... So schlecht dreht sich das jetzt nicht, aber gegen Jäger ist wahrscheinlich keine Schnitte. Bewaffnet ist. Also da macht sich eigentlich ein Geschütz besser oder ein automatisierte Geschütze, die nach hinten gerichtet werden können. Weil das würde noch viel mehr Sinn ergeben. Ich meine, wenn man sich verpissen will, dann schießt man lieber nur nach hinten, anstatt irgendwie aggressive Weltraumlaser zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich bin ja nicht der Developer. Da gibt es bestimmt schon Dingens für. Falls ihr dazu natürlich was zu Kamellen habt, immer in die Kommentare damit, ja? Haltet euch nicht zurück. Sagt auf jeden Fall, was ihr dazu haltet, wie ihr das Raumschiff findet, was ich vergessen habe. Ja, aber nicht kleine unwichtige Sachen, ja?
Altemar, du hast vergessen, den rechten unteren Knopf zu drücken, der kann den HUD umblenden oder so. Obwohl, das ist auch wichtig. So, dann landen wir. Ich hoffe, das war nicht zu stressig. Das ist eigentlich... Ich bin nicht stressig, ich bin nur euphorisch. Ja? Ich bin halt euphorisch. Ja? Das ist das Ding. Jetzt landen wir erstmal wieder. Machen wir mit Autoland, oder? Ach, ich bin cool. Landen lieber Aldemar-Style. Ich lande immer mit Collision Warning. sehr gut. Landing complete. Have a pleasant stay. Hätte mich mal beim ersten Mal landen sehen sollen. Bei den ersten 30 Malen oder 40, 50 Malen. Und dann mit 10 Frames per Second, ja? Das nennt man Kunst. Ich glaube, da können viele, die das hier getestet haben, ein Lied von singen. So, steigen wir raus und gehen nochmal zum Trading. Also ihr habt das jetzt geholt, sagen wir mal, ja? Ihr hättet das Raumschiff oder habt es getestet oder wollt es testen. In Zukunft wird das, glaube ich, eher möglich sein, dass man sich mal so ein Ding im... Dingensbummens hier ausleihen kann und dann testen kann, weil man kann Schiffe renten mit so einer Rack-Currency, die kannst du dir ja spielen im Arena-Commander und dann kannst du die dann im Arena-Commander testen, viele. Nicht alle, aber fast alle. Aber da, du kannst die nicht hier testen, im Universum. Und da kannst du halt auch nicht meinen in diesem Arena-Commander und das ist halt alles noch blöd. Ja. Oh, danke schön. Da ist er wieder, ist bestimmt der gleiche. So, dann gehen wir mal hinten zur Konsole. Die Musik ist top, die ist schon seit Release so von der Alpha. So, Cell, dann sucht ihr das Schiff aus und dann könntet ihr hier das verkaufen. Hier ist aber nichts und hier sind auch Fehlernachrichten. Entweder heißt es, es geht gerade nicht, oder es verbuggt, oder es geht nur auf dieser Station nicht. Ja? Reliant Core, auch ziemlich cool. Starfarer, richtig groß. Wollte ich eigentlich alles zeigen, aber dafür ist wahrscheinlich kein Platz mehr. Aber die Reliant Core ist ein sehr freakiges Schiff, ja? Na gut, das war's von mir. Ihr könnt jetzt ausmachen, wenn ihr was zu Mining gesehen haben wollt. Aber ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Reliant Core, okay? Für Bonus am Schluss. Weil, die wollte ich euch gerne da zeigen. Die hatte ich mal, als die neu rauskam. Man kann ja seine Schiffe upgraden. Ihr könnt ein Paket kaufen... Und dann könnt ihr in eurem Hangar sagen, Ship Upgrade. Dann behaltet ihr alle Pakete, die ihr habt, halt Bonis wie Spielversion und so. Könnt aber quasi das Schiff upgraden. Sagt mal, ihr habt die Aurora für 40 Euro oder Wert von 30 Euro. Dann könnt ihr auf das nächstbessere upgraden und bezahlt nur das, was euch fehlt. Ja, die sind natürlich alle schweineteuer und so. Und die sind, glaube ich, auf den Preis von Credits hochgerechnet, wie die im Universum kosten würden. So 1000 Credits, 1 Euro und so. Aber ich muss sagen, dass es tatsächlich nicht wichtig ist. Also ich empfehle euch tatsächlich, wahrscheinlich das Spiel von Grund auf zu spielen. Was wahrscheinlich viel cooler ist. Ja? So, hier ist die Reliant Core. Die ist ein bisschen wie der B-Wing oder Y-Wing. Y-Wing von Star Wars, ich glaube Y-Wing, ne? Dieser mit den Seitenflügeln. Guck mal, wie das aussieht hier, wie das hier steht. Ja? Hier ist das Cockpit. Pass auf, das sieht ein bisschen aus wie ein Rochen. Aber sobald wir drin sitzen, klappt das Ding sich hoch und es ist super cool, ja? Und wird noch überarbeitet. Ich glaube, das wird noch ein bisschen größer, weil jetzt ist das noch ein bisschen zu klein. Und hier sind Platz für 4 SCUs, glaube ich, was nochmal hier Pilot zieht. Jetzt gehen wir hier rein. Liegt es jetzt noch an? Na toll, egal. Okay, so. So, jetzt machen wir mal an. Ist das denn schon die überarbeitete Version? Nee, eigentlich nicht. Systems Online. So, pass auf. Jetzt gehen wir hoch. Ja, pass auf. Und jetzt? Ist das geil? Ist das krass? Oder ist das krass? Ich meine, zieht euch das rein? Schwerer Satz. Zieht es euch rein. Ich sag mal, zieht es. Guck mal, da ballern sie alle. Cool, oder? Das Coole ist, der Co-Pilot sitzt dann unter einem. Man kann es nicht so richtig sehen. Aber man sitzt dann über einem. Man kann so jetzt nicht mehr aussteigen. Da muss das Ding sich wieder zurückfahren. Ja, ist natürlich einerseits blöd. Andererseits ist es gut, wenn man mal kurz pinkeln muss. Ist halt blöd. Eigentlich hat es 4 Waffen, soweit ich weiß. Aber... Nee, kann ich irgendwie gerade nicht auslösen. So, hier sind noch ein paar Beppos. Pass auf, wir machen jetzt mal unsere Schilde aus. Und machen uns eine Verabschiedungs-Ramming. Auf. Hat keiner von euch gesehen, ne? Keine Verurteilung hier. Ich mach sowas ja nicht häufig.
So, Schilde fahren runter. Okay, wo sind sie? Seid ihr bereit? Banzai! Mal gucken, ob ich treffe. Ist die Sonne blendet ein bisschen. Ha! Ich bin durchgeflogen. So nicht. Ich hänge drin. Jetzt Selbstzerstörung aktivieren. Sie sind alle explodiert. Okay, Leute. Bis dahin. Haut rein.